Moin, moin. Und ja, willkommen zurück. Blutrote Nacht, Tag 77. Da hätte ich noch ein paar Stacheln machen können. Dann hätte man von hier oben gucken können. Oder sollen. Jetzt fällt mir so auf, da hätten wir was hinlegen können. Ich hoffe, in unseren Motoren ist noch genügend Sprit. Gucken wir gleich nach. Und 930, 984 Benzin. Okay. Ich kann ja trotzdem nochmal nachtanken. So. Nachgetankt ist auch. Wo bist du denn überhaupt hingegangen? Ich bin unten. Ich bin eine Ebene unter dir wieder. Okay. Da hast du Breite. Katze, musst du jetzt zum Kuscheln kommen? Nee, jetzt wird nicht gekuschelt. Seitenteile hast du auch gemacht, das sehe ich. Wunderbar, bei dir und bei mir. Mhm. Also ich glaube, jetzt kommen sie auf jeden Fall nicht mehr zu uns so leicht. Das hoffe ich ja auch. Ich bin mal gespannt, aus welcher Richtung sie kommen. Mikrofon ist jetzt unten? Perfekt. Mikro ist jetzt unten. Katze ist auf dem Schoß. Okay. Katze guckt zu. Ist ganz aufmerksam. Katze sagt was? Nee, Katze will nichts sagen. So, aus prophylaktisch mache ich die einfach schon mal an. Das ist eine sehr gute Idee. Unten läuft. Oben läuft auch. Da kommt ein Hund. Da ist ein Hund runtergefallen. Wo? Rechts. Der ist da gerade wirklich runtergefallen. Die kommen von der Seite. Rechts. Oh, da. Und sind über uns. Mehrere Leuchtezombies, Militärzombies. Und ein Bulle. Den will ich gar nicht sehen. Da geht gleich zu dir hoch, oder? Von hier, ich komm mal zu dir. Wir hängen da oben noch am Stacheldraht, ey. Zu dir von hier sehe ich nichts, das schön. Man sieht die Ziele nicht, weil man sieht nur die Leichen. Oh, da spuckt wer. Oh, Alter, das Spiel hat mich toll. Ja, absolut. Okay, ich sehe gar nichts. Die Stückchen fliegen runter, sehr schön. Oh, da ist einer verstümmelt, guck mal. Da kommen die Nächsten. Oh! Was ist? Hier hinten seitlich kommen sie so ein bisschen. Die habe ich gerade nicht gesehen. Oh, die Spinne könnte gefährlich sein. Wenn der gleich hüpft. Oh, Spinne ist runtergefallen. Wunderbar. Und da leuchten sie auch. Böser Hund. Böser Hund. Oh! Wie bist du da hingekommen, Tussi? Die ist hier rübergesprungen. Auf dem Stacheldraht und dann... Ah, und sind mehrere, ne? Genau. Die muss weg.
So gut gemacht. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch die Seite ein bisschen abbauen. Ja, das Stacheldraht geht eh bald kaputt. Da wird die Nacht nicht überleben, glaube ich. Ey, die ist gerade geglitscht. Das sah aus wie so ein Glitch. Super. Oh, Dicker. Über uns. Alter, stirb! Also wir müssen auf jeden Fall oben die Klingen reparieren. Definitiv. Es regnet Blut. In Extremo war das, ne? Es regnet. Ja, Spielmanns. Es regnet Blut. Es regnet. Wir spielen Mann's Scheiße! Hohoho, hier fehlt noch ein Schutzgitter. Da kommt der nächste. Jo, Mathilde. Killerin. Ich will den Leuchter holen. Okay. Oh, leuchtender Nemesis, Gott sei Dank unten. Ja. Von oben kommt dann wieder Gedärme und so. Das hört da oben nicht auf. Dafür sind Schnetzelfallen da. Genau dafür. Ja, du kannst nicht mehr nach oben schießen. Es sind alles Zombies oder Tote da. Es steigt da keiner mehr durch. Dafür sind die da. Dafür sind die da. Oh, von links kommen jetzt ein paar. Links, Bulle unten. Der spuckt, oh. Alter. Wie weit kann der bitte rotzen? Oh, meine Maschinenpistole ist fast im Arsch. Ah, eine Fackel weggenommen. Da hinten kann er explodieren, das ist so schlimm. Ich glaube, ich mache hier einfach einen Käfig drumherum mit Metalldingern. Weil es ist einfach so ein Käfig drumherum. Mhm. So oben, unten, links, rechts, Katze. Das kannst du nicht ernst meinen. Oh. Geht sie auf die Tastatur oder was? Ja.
Oh, das ist gut, das ist so hell da, die Ecke, da leuchten sie einfach. Und im Hintergrund hört man das Schnetzeln. Ich hab mal so Bulle, Bulle links unten. Ja, ich seh ihn. Spuckt. Ui. Wurde über uns. Jo. Tot? Ja. Weggeschnetzelt. Also die Spallen da oben haben sich mehr als bezahlt gemacht. Jo. Bulle unten links. Oh, meine MP ist kaputt. Ah. Lass doch mal stehen. Na gut, er ist geplatzt. Jetzt, Katze, brauchst nicht zu mir kommen. Nein, Katze. Böse Katze. Oh, Katze. Oh, irgendwas hat mich gespuckt, angespuckt. Oh, schon wieder leer. Ja, Katze, du entdeckst das Mikro. Boah, mit Katze kann man echt nicht zielen. Oh, ist der Bulle, der mich anrotzt die ganze Zeit. Ah, einen habe ich gerade unten links gekillt. Die haben auch eine Schneise reingeballert unten. Achtung, Katze kommt hier in deine Richtung. Oh, Jungs, was macht ihr denn da? Das finde ich aber gar nicht cool. Oh, die laufen da seitlich gegen, okay. Ja, ich muss da noch mehr abtragen. Mhm. Aber wir laufen auf jeden Fall schon stabiler als in der letzten Nacht. Ja, ja. Wenn wir links den Berg weiter abgetragen haben. Dann war das rechts machen. Weil die Mauer ziehe ich nach unten durch, meine ich. Wir brauchen noch ganz viel Stahl. Aber es hört auch nicht auf hier, ne? Naja, gleich hört es auf. Zumindest insofern, dass nichts Neues mehr kommt. Oh, bleib stehen oder renn in die Blade Traps. Vogel! Was?
Gut gemacht. Da leben immer noch welche, verdammt. Geh mal eine Etage weiter runter. Ja, endlich! Geh in die scheiß Blade-Trap, du Van-Nemesis. Ey. Wie sieht's aus? Ja, kein Feind mehr im Sicht. Ich mach die auch nochmal aus. Ja. Wir müssen da echt einige reparieren. Ja. Aber es laufen noch alle. Es ist keiner ausgefallen. Na, ich denke, wir müssen sie oben alle reparieren. Reparieren müssen wir die auf jeden Fall, aber. Nee, lass mal offen. Aber es ist keiner komplett kaputt gegangen. Oh, ich habe eine Kettensäge gefunden. Wie eine Kettensäge? Ich habe eine Kettensäge Stufe 5 gefunden. Jetzt, wo man sie bauen kann, kommen sie mit Kettensägen oder was? Beschiss. Sein Nachtsichtgerät finde ich eigentlich auch nochmal ganz nett. Nee, es war mir zu hell. Kannst du gerne nutzen, aber mir war es zu hell. Haben wir eins? Nö, ich glaube nicht. Ich brauche aber keins. Weil dann stören die ganzen Fackeln, weißt du? Oh, ey, Vogel, ich habe gerade mein... Wie? Ich habe dich zweimal getroffen und du bist nicht tot? Was bist du für ein doofer Vogel? Flieg weg! Doofer Vogel. So. Also was Tolles gefunden wie du habe ich nicht. Oh, armer kleiner Heinrich. So, wo ist mein Hammer? Kann man auch noch einen aufstellen? Oh, man braucht... Ich habe nichts dabei, schade. Stahl und... Ah, die sind echt in Mitleidenschaft gezogen. Der eine ist fast kaputt. Ja. Oh, da ist Stacheldraht. Uiuiuiui. Da ist auch Stacheldraht. Da gehen wir mal nicht lang. Aber hier oben haben sie kaum Steine kaputt gemacht. Ja. Nur leicht beschädigt. Die sind sonst hier echt runter und Stacheldraht kaputt gemacht und... Was machst du jetzt kaputt? Ja, ich mache die Wand weiter runter. Ja, ich hänge hier fest, ich komme nicht runter. Ah. Nicht in den Stacheldraht, nicht in den Stacheldraht. Ja, das war die rote Nacht. Genau, ich... Nummer 11. Ich glaube, wir werden jetzt einfach nur ein bisschen reparieren. Ja, ein bisschen Schönheitsarbeiten. Aber dass du jetzt eine Kettensäge kriegst, das ist cool. Mhm. Finde ich auch. Dann krieg ich die nicht kaputt. Normalerweise kriegt man doch mit einem Messerchen von so einem Vögelchen. Kriegt man doch was Tolles. Eigentlich schon. Trader Joe hat jetzt wieder auf. Ah, weil da vielleicht noch ein Bolzen drin war. Das ist durchaus möglich. Und man sieht auch ein bisschen, wo er hingespuckt hat, oder ist das der Schatten? Nee, da sind doch so leichte Beschädigungen sind auch noch da. Mhm. Auf jeden Fall da, wo wir angefangen haben zu buddeln, das war genau richtig, bin ich der Meinung. Das müssen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite machen. Ja, lass uns aber erstmal eine Seite fertig kriegen, weil... Ja, klar. Ne, das... Woran arbeite ich denn gerade, bitte? Weiß ich nicht, wo du bist. Die erste Seite fertig zu kriegen. Ach so.
Ich glaube, den Tag werden wir jetzt auch nur dafür opfern, hier quasi hier ein bisschen weiter zu buddeln. Ist ja nicht so interessant eigentlich. Ja, würde ich sagen, sind wir uns morgen was, ne? Na, überlegen wir uns mal, was wir morgen machen. Obwohl, das Video ist noch ein bisschen kurz. Wir können noch ein paar Minütchen können wir machen. Ja, ein paar Minütchen. Ja, aber... Vielleicht fange ich auch gleich an mit meiner... mit meinem Highway. Dein Highway? Hi. Na, ich soll ja nicht mehr singen. Nee, bitte nicht singen. Nicht nur ich mag's nicht, sondern auch die Leute oder die netten Personen, die hier zuschauen, die mögen's auch nicht. Ich singe halt modern, das klingt nicht immer gut. Modern? Modern. Ich würde sagen schräg, aber nicht modern. Ja, was war das denn gerade? Ich bin hier gegen... Achso, ich dachte gerade draußen sind wieder welche Autos irgendwie zusammen... kollidiert oder so. Nein, Mann. Gefühlt wohl mehr neben einer Autobahn. Ach, ich hol noch mal einen Erdbohrer raus. Und ich hole. Also wir müssen demnächst irgendwie mal Sprit besorgen, glaube ich. Hört sich so nach Schuss an, ne? Munitionsschüsse. Ja. Ich finde das auch extrem laut. Piu, piu, piu. Versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich bin Level 105. Für den Helikopter brauchen wir mal einen Landeplatz. Ja. Aber das Ding ist mir selber zu laut. Kriegst ja einen mit den Ohren. Da hat man so lange drauf gewartet, dass man das Ding endlich bauen kann und dann hat er keinen Bock drauf. Es ist so laut. Bei mir stürzt ein Sturz. Achso, du spielst das Einsturzspiel? Ja. Puh, könnte man auch, aber nee. Es ist nur noch so viel. Ganz viel, was kaputt gemacht werden muss. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Mach kaputt, mach kaputt. Wenn ich nicht singen darf, darfst du auch nicht singen. Okay. Damit, das ist ja, damit kann ich leben, ja. Ist nur fair. Und ich weiß ja auch, dass ich keine hübsche Stimme habe, dass man das auch nicht gerne hört. Daher singe ich ja nicht. Ich höre schon wieder was Zombie-mäßiges. Ja, ich auch. So wie Kuh höre ich. Ja, ups. War zu früh. Treffe ich nicht. Aua, aua, aua. Ja, aber zweimal daneben geschossen, aber der dritte hat gesessen. So. Fangen wir hier jetzt an, den Highway zu bauen. Also müssen wir echt mal auf Spritsuche gehen, ne? Mhm. Wenn du deinen Highway bauen willst. Fackeln.
fällt gerade auch wieder ein, müsste man mehr Bier trinken. Stimmt, das hat ja immer so einen kleinen Dingsboost gegeben. Ausdauerboost, ja. Weil meine Ausdauer mittlerweile eigentlich ganz gut ist. Meine nicht. Wie bist du denn so bei Ausdauer? 160. Na, ich bin bei 150 und der hustet und pustet ganz gut. Aber ich bin ja auch ein paar Mal gestorben in letzter Zeit, also. Ja. Aber für den Highway bist du bestimmt ein bisschen unterwegs. Das dauert doch bestimmt ein bisschen, ne? So. Das ist definitiv kein Projekt, das innerhalb eines Tages beendet ist. Sollte das jetzt unterirdisch sein oder oberirdisch? Ich weiß teils, nicht. Teils, teils. Teils, teils. Also das heißt, du machst so ein bisschen Tunnel, ja? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ich muss mehr wegnehmen. Ich will auch mal was zum Einstürzen bringen, aber es ist zu klein, es muss größer. Naja. Also das heißt, wir buddeln jetzt den ganzen Tag. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Break. Wird das Video halt nicht so lang wie die anderen, aber... Ja, ich weiß auch gerade nicht, was ich erzählen soll, also... Ich auch nicht. Nö. Mir fällt gerade nichts ein. Außer Politik, aber politisch wollen wir jetzt nicht werden. Das ist nicht unser Ding. Zumindest nicht im Video. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.